weird, hä? So, kommen wir zu unseren Anarcho-Kapitalisten. Wie gesagt, ich glaube, der Typ ist irgendwie verbunden mit dem Mises-Institut und mit diesen ganzen Privatstädten, bla bla bla, hin und her. Hören wir mal an, was er zu sagen hat. Ich glaube, mit der MLPD ist er auch verbunden, also mit den marktliberalen Partei Deutschlands, sondern marktradikal, liberal, naja, irgendwas. Sie gelten als ein bisschen bieder, ein bisschen oberflächlich. Man sagt ihnen nach, dass sie eigentlich immer in Hemden unterwegs sind und in irgendwelchen blassen, langweiligen Farben. Man sagt ihnen nach, gerade aus dem freiheitlichen Spektrum, dass sie eigentlich ziemlich harte Opportunisten und Karrieristen sind, dass sie eigentlich nur auf das nächste Kommunalmandat schielen und eigentlich auch in ihrem Programm inzwischen kaum noch etwas wirklich echt Liberales haben. Oder und sie haben recht, sie haben sowas von recht. Ich frage den Libertäres, dass sie... Ich habe diesen Typen schon mal zu einer Diskussion eingeladen, der hat mir nie geantwortet, warum wohl? Einer grundsätzlichen Kritik am System quasi nicht fähig sind, an diesem System des immer weiter sich um sich greifenden, größer werdenden, ausufernden Staates. Man sagt ihnen auch nach, dass sie... Total ausufernder Staat, man kürzt nur die Sozialleistungen, wo man kann und privatisiert alles, was nicht bei drei am Baum ist, aber ja. Sehr daran interessiert sind, die Kanzlei vom Papier einmal zu übernehmen, ne? Und daran, dass sie nicht zu hoch besteuert wird. Man sagt ihnen auch nach, dass sie sich inzwischen sehr anbiedern und dass sie sich so eine schicke neue Verpackung gekauft haben, nur um ihren alten, inhaltslosen, biederen Kern zu verdecken. Durch ganz, ganz viel Magenta und Gelb und ein knalliges Hellblau, was so wild zusammengemixt wird. Er glaubt, er ist clever. All das und noch einiges mehr sagt man über die jungen Liberalen. Und da ich selber Juli-Mitglied bin, muss ich sagen, ganz falsch ist davon vieles auch jetzt nicht. Aus meiner Erfahrung. Aber ich glaube, all das ist gar nicht das Kernproblem der jungen Liberalen. Sondern das Kernproblem liegt in der Art, wie die jungen Liberalen Politik denken. Und das ist grundverschieden zu mir und ich glaube auch nicht sehr effektiv. Und genau darüber möchte ich jetzt reden. Nachdem ich kurz... Ich liebe diese YouTuber, die anfangen so, ja, bla 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 bla. Und genau darüber möchte ich reden. Dann red doch darüber. Warum zählst du auf, worüber du reden möchtest? Wieso redest du nicht fucking einfach darüber, worüber du reden willst? Deswegen dauert dein Video 16 Minuten und nicht 3. Einige andere Sachen losgeworden bin. Und zwar zum einen ein Dank an meine Abonnenten, dass sie kommentiert haben. Bitte mach das weiterhin. Immerhin keine Bücher im Hintergrund. Ja, ja, wie das immer bei diesen Kapitalismusfreunden ist, dass sie einfach hier da hinten im Hintergrund einfach nur eine Wand haben. Die fühlen sich an die Wand gestellt oder so. Die haben keine, so, wenn du dir anschaust, irgendwie so, die anderen Leute haben immer Bücher im Hintergrund, die haben nur eine Wand. Das ist crazy. Das hilft mir sehr. Und zum anderen eine kleine Replik auf Prunky TV. Und zwar habe ich herausgefunden, was? Was ich sehend? Nein. Moin. Nein, warte. Moin. Ich bin Pranky, Hobby-Streamer aus Leidenschaft und beschäftige mich hier mit dem schlimmsten Außenbundestag der Schwurbler-Szene und der AfD. Dabei ganz wichtig, linker Bias incoming. Und wenn das Nazis oder Identitäre sehen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt abzuschalten. Ja. Okay, wow. Pranky. Dafür in den Kommentaren, dass ich auf Twitch besprochen werde und von einem dezidiert linken Twitcher. Und er hat immerhin festgestellt, das weiß ich zu schätzen, dass ich kein, Zitat, kompletter Hurensohn bin. Und er hat auch sogar festgestellt, dass ich jetzt nicht irgendwie bekloppt bin. Warte mal, was? What the fuck, Digga? Pranky hat mir Populismus vorgeworfen. Pranky hat mir Populismus vorgeworfen. Pranky hat mir Populismus vorgeworfen und dann sagt er, er ist kein kompletter Hurensohn. Das ist Sexismus, Hurensohn. What the fuck? Nazi bin, sondern tatsächlich richtig erkannt, dass ich ein Libertärer bin. Er hat sogar gesagt, dass ich ein gehobener Anfänger bin nach meinem letzten Video. Das finde ich sehr schmeichelhaft. Danke dafür.
Er hat aber auch gesagt, dass ich keine Ahnung von Wirtschaft habe und so ein bisschen dumm bin. Das überrascht mich jetzt nicht. Gerade aus einer linken oder von einer linken Person. Brunky ist nicht links. Sorry. Auch eher mit den Linken den eigenen Circle Jerk macht, was okay ist, wenn er Spaß dran hat. Oh mein Gott, Linke machen einen Circle Jerk. Das ist jetzt auch schon so ein Alter. Ey, come on, get the fuck out of here. Aber, wenn ihr tatsächlich glaubt, ich bin dumm oder hätte keine Ahnung. Okay, sorry. Ich glaube, sehr viele Leute kommen jetzt nicht mit, aber Alter, wir haben deine Vorgeschichte. Wir haben deine fucking Vorgeschichte. Die solltet ihr CDU-Cheftyp, ja genau. Wir haben eine lange Vorgeschichte. Also so, wenn ihr die Vorgeschichte kennt, dann ist das alles sehr fucking lustig, was man hier fucking, Kein Problem damit, wenn ich mal bei euch in den Stream reinkomme und dann können wir mal eine Runde diskutieren. Und dann schauen wir mal, wer die besten Argumente hat. Ob ich dumm bin oder ihr am Ende dumm aus. Okay, warte. Ich bin auf Twitch der größte Linke, größer als Prunky. Ich würde sehr gerne mit dir diskutieren. Ich habe dich auch schon angeschrieben. Du hast mir aber nie geantwortet. Sad face. Kannst du jetzt aber gerne machen. Liebe und Lächeln. Kommentieren. Nein, ich finde das lustig. Ich finde das fucking lustig, sorry. Wirkt etwas needy, ja, vor allem dieses, ich bin der Twitch der größte Linke, größer als Prunky. Ich habe das absichtlich geschrieben, weil es immer darum, ja egal, wurscht, lange Geschichte. Und ihr könnt auch gerne eure kleine Community da mitbringen, damit sie euch schon anfeuert. Und hey, kleine Community, ihr seid eingeladen. Ihr seid eingeladen, warte mal. PS, meine kleine Community, die Proletop, wären sehr gerne dabei. Rufzeichen? Nein, Punkt. Einfach nur Punkt. Das ist ein Fakt. Fakten, Punkte. Alles gut. Mir aus den Kommentaren noch ein bisschen Kontra gibt. Auch davor habe ich keine Angst. Hier also offiziell. Er hat keine Angst vor euren Kommentaren. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Das ist ein großer Fortschritt. Der Federhandschuh fühlt euch herausgefordert. Aua. Warte, ich muss adäquat darauf reagieren. Hier also offiziell, der Federhandschuh fühlt euch herausgefordert. Wenn ihr euch traut, ich komme zu euch in den Kanal Aua. Mit eurem Publikum und debattiere mit euch. Aua. Das tiefere Problem der jungen Liberalen liegt... Aua, das hat richtig wehgetan, dieser Federhandschuh. Für mich nicht sehr irgendwie vielleicht im Programm oder darin, wie sie auftreten, abstrakt oder so, sondern das Problem, so glaube ich, ist viel, viel, viel tiefer liegender. Und zwar glaube ich, dass es zwei Arten gibt, Politik zu denken. Und zwar eine, die extrem uneffektiv und verkürzt ist. Und das machen die Julis und eine Art, die... Heißt das uneffektiv oder ineffektiv? Die deutlich umfassender ist und die fast alle anderen machen, vor allen Dingen quasi alle, die erfolgreich sind. Aber das ist ein, siehst du... Das ist ein gutes Logo von Junge Liberale. Das schaut aus wie diese Klötzchen, mit denen die Kinder spielen. So auf dem Niveau sind sie. Das sind sie auf dem Niveau. So, stell dir vor, Linke sind sowas wie Lego Technics und die sind einfach so wie dieses Lego. So, aber das ist nicht Lego, das ist so aus Holz. Das ist so einfach so, wenn du so, keine Ahnung, so Hippie-Kind bist und dann kriegst du so Holzblöcke und die stellst du so aneinander, weil du kannst oder so. Duplo?
Ist das Duplo? Nein, nein, nein. Das sind so ganz kleine, flache Dinger. Duplo sind ja diese großen. Okay, ich kenne mich nicht aus. Ich habe keine Kinder. Zum Beispiel die Identitären, die neuen Rechten, die neuen Linken, die Grünen. Was sind nun diese zwei Art Politik zu denken? Das eine... Warte, bitte, was? Es gibt Politik zu denken. Und zwar eine, die extrem uneffektiv und verkürzt ist. Und das machen die Julis. Und eine Art, die deutlich umfassender ist. Und die fast alle anderen machen. Vor allen Dingen quasi alle, die erfolgreich sind. Zum Beispiel die Identitären, die neuen Rechten, die neuen Linken, die Grünen. Was sind nun diese zwei Art Politik zu denken? Das eine, die Juli-Art Politik zu denken, ist eine sehr, sehr, sehr enge Art Politik zu denken. Und zwar wird Politik gedacht als das... Geld ist Leben, da waren wir schon. ...was sich im Rahmen der bestehenden üblichen Institutionen auf den vorgesehenen Verwaltungs- und Repräsentationswegen erreichen kann. Deshalb gehen Julis total ab auf alles Mögliche, was ein Parlament hat, stehen voll auf Jugendparlamente, stehen voll auf Kreistage. Deshalb reden sie, wenn man zu den Julis kommt, leidenschaftlich gerne über die Organisationsstruktur und nicht so sehr über Inhalte. Weil sag mal, war jemand jemals bei der Linken? Für sie sozusagen dieses formale, vorgegebene politische System völlig selbst... Er beschreibt die Linke. ...verständlich ist. Und sozusagen Politik genau halt in diesem vorgesehenen Funktionsstreifen gemacht wird. Das ist bei den Linken, den Identitären, den Grünen anders. Ach was. Die denken Politik kultureller, auch aha, subkultureller. Aha, da schon her. Was meint das? Was meint das? Das meint, dass sie eigene Lebenswelten bauen, die nicht nur in diesem engen Rahmen von vorgesehenes politisches Repräsentationssystem sind. Sie haben soziale Bewegungen, die Massen auf der Straße mobilisieren. Sie bauen, sie besetzen irgendwelche Häuser, um da ihre utopische kleine Gegenkultur zu machen. Sie machen alle möglichen Musik- und Kulturfestivals und so weiter. Gerade bei den Grünen. Das macht sie auch. Ihr habt doch letztes Jahr haben sie im Sommer gehabt, da war Gunnar Kaiser dabei. Übrigens, wow, Gunnar Kaiser hat Krebs. Das hat mich extrem fucking kaputt gemacht im Hirn und im Herzen. Das hat mir sehr weh getan zu sehen, dass Gunnar Kaiser Krebs hat. Fucking nur das Beste. Ich hoffe, der schafft's da fucking raus und ich hoffe, der steht das durch und ich hoffe, dass er die Krankheit besiegt. Das wünsche ich ihm wirklich vom ganzen Herzen. Ich bin nicht auf seiner Seite, ich sehe Dinge nicht so wie er, aber keine Ahnung, das hat mich wirklich schwer getroffen, wo ich das gesehen habe. Das hat mir so fucking leid getan, echt. So, ich habe heute den ganzen Tag darüber nachgedacht, so, das hat mir echt weh getan, ehrlich, so. Ich hoffe, er gewinnt den Kampf. Das würde mich wirklich, wirklich glücklich machen. Die sind aktuell quasi Weltmeister der Gegenkultur, weil du kannst quasi heute komplett grün leben. Du kannst grünen Strom beziehen, ein grünes Elektroauto fahren. Hast du einen gelben Strom? Hast du ein gelbes Elektroauto? Ja, jedes fucking Auto ist ein gelbes Auto, das nicht grünes Auto ist. Einen grünen nachhaltigen Reiseanbieter wählen, dein Haus... Alle anderen Reiseanbieter, alle anderen Häuser, alles ist eben gelb. Das ist ja der Punkt. Logisch sanieren. Also stell dir vor, du lebst im Kapitalismus und sagst einfach so, es läuft nicht so, wie wir wollen. Was redest du? Du kannst sozusagen auf Bioernährung und so umschalten. Also du kannst quasi deine gesamte Lebenswelt komplett grün machen. Du kannst aber nicht im geringsten deine Lebenswelt liberal machen, weil was soll das? Die ganze fucking Welt ist liberal, Junge! What the fuck, yo, die ganze fucking Welt ist liberal, alles ist liberal. Dein Benziner, dein Diesel, dein Kino, dein Theater, dein, alles ist fucking liberal. Was redet der Typ? Sein, was ist denn das? Ja, selbst grüne Autos sind eigentlich gelb mit grünem Anstrich, ohne Scheiß. Wovon redet der Typ? Wie sieht das aus? Keiner weiß es. Was redest du? Und... das ist die große Schwäche der jungen Liberalen. Das sorgt halt auch dafür, dass sie uns so sehr als biedere Lappen erscheinen. Um das mal so ganz... Nee, wisst ihr, wie Linke immer erzählen, so, Digga, wir sind die einzigen Lappen hier, die jungen Liberalen sind so fresh, sie erobern TikTok, die sind einfach so fresh. Ja, er erzählt uns das, die Gegengeschichte. Er sagt, die ganzen... Liberalen sind einfach nur Lappen, aber in Wirklichkeit die Linken und so sind voll die hippen Leute. Also ich würde es auch so sehen. Dank mir hast du vollkommen recht. Ja, weiter so. Hart auf den Punkt zu sagen.
Und um das Ganze jetzt noch mal ein bisschen zu illustrieren, hier noch mal ein paar Beispiele. Es gibt zum Beispiel eine klare grüne Ästhetik. Das ist so ein bisschen so leicht sepiahaft, so gedämpfte Farben, ne, auch grün und so gedämpfte Grautöne. Das sieht so Brauntöne, meine ich. Das sieht so nach Natur aus und so ein bisschen anheimelnd und so. Oder es gibt zum Beispiel eine linke Ästhetik. Die kennt ihr alle, so rote Flaggen und so Punk und Schwarz auch noch mit dazu und goldene Sterne und Hammer und Sichel. Und auch das ist uns eine ganze kulturelle Blase. Selbst die IB kriegt das inzwischen einigermaßen hin mit ihren, ich weiß nicht, griechischen Statuen und dem Europa, was die immer mit V schreiben. Und Neon. Neon. Die IB ist Neon. So. Also, da überall sozusagen, gibt es inzwischen sowas wie wirklich Erkenntnis. Die sind einfach so in den 2000ern hängen geblieben. Die sind einfach Neon. Kulturelle Blasen mit so eigener Ästhetik. Und die jungen Liberalen hingegen, und da könnt ihr massenhaft Bilder von denen durchgucken, sehen immer aus wie aus so einem scheiß Stockfoto-Portal. Ihr seid ein Stockfoto-Portal. Ihr seid ein Stockfoto-Portal. Ihr habt Geld, ihr habt keine Seele. Das, was ihr habt, sind Stockfotos. Ihr habt Geld. Ihr kauft euch einfach fucking Stockfotos. Das ist, was ihr fucking macht. Wir können keine Stockfotos kaufen. Deswegen schicken wir Leute auf die Straße und machen dann Fotos davon. Weil wir können uns die Stockfotos nicht leisten. Ihr könnt euch Stockfotos leisten, ihr habt die ganzen Lobbyisten und ihr sagt dann einfach, wozu noch auf die Straße gehen. Ich weiß, ich bin vollkommen bei euch, ja. Viel besser einfach rosa und gelb. Hau rein, ja. Das sind immer irgendwelche Bilder, die könnte genauso gut jedes x-beliebige mittelständische Unternehmen auf seine Seite packen, wenn irgendwie die Überschrift... Wer finanziert euch mittelständische Unternehmen? Hör auf, bitte. Unser Team ist oder so. Das sind Leute in so gehobenen... Danke für die Stockfotoanzahlung, Twitty. Vielen Dank. Na, bürgerlicher Kleidung, aber jetzt auch nicht irgendwie richtig gehoben. Also jetzt nicht so. Send Nudes, der BND freut sich. Die NSA freut sich. Konversionsverfahren vollständig verbieten, Coming Out Day. Das habt ihr von uns geklaut. Das ist unsere Position. Und dass der BND sich freut, ist auch unsere Position. Ihr habt unsere Position geklaut. Ihr macht das halt mit Stockfotos, aber ihr habt unsere Positionen. Das sind unsere Positionen, nicht eure. Nur so. Also reg dich lieber nicht darüber auf, dass ihr Stockfotos verwendet. Reg dich lieber darüber auf, wieso ihr keine eigenen Positionen habt, sondern das Wort Anarchokapitalismus von uns Linken geklaut habt. Dass ihr euch Libertäre nennt, was auch links ist. Dass ihr euch einfach absolut alle Scheißwörter, die es gibt da draußen in der Politiklandschaft, genommen habt von uns, die eigentlich uns gehören. So, und du kommst jetzt hin und sagst einfach, wieso verwenden wir eigentlich Stockfotos? Wieso nehmen wir von denen nicht auch den Aktionismus? Wir haben ihnen jetzt die ganzen Werte geklaut. Also nicht die Werte, sondern die Namen der Werte. Unsere Werte sind dem entgegengesetzt. Wir haben einfach die Namen ihrer Werte geklaut. Damit können wir sicher Leute abstauben. Aber wieso klauen wir nicht auch ihren Aktionismus? Weil ihr Aktionismus ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, so... cool, ja, klaut uns einfach alles, finde ich gut. Richtig schick oder so, weil das ist auch zu edgy, sondern so der Inbegriff von so einem Durchschnittsbürger, seriös bürgerlich Style, so, in der Ecke sind die immer und dann sitzen die da meistens mit irgendeinem Smartphone oder irgendeinem Tablet in so einem latent sterilen Raum, der aussieht wie aus dem IKEA-Katalog. Das ist einfach, er ist eigentlich ein Linker, sorry. Er ist ein Linker. Niemand shittet auf den eigenen Typen so sehr herum wie die Linken. Das kenne ich nur von Linken. Er ist ein Linker. Also Yu Li heißt ihm, er ist den Yu Lis beigetreten, weil er geglaubt hat, das heißt junge Linke. Der Typ ist einfach schon mal, der hat eine Pflanze da im Hintergrund. Er hat einen Busch da im Hintergrund. Das ist einfach ganz klar so Speed Up Production. Ja, okay, na gut, aber Gitarre, ne? Und er ist auf jeden Fall ein Linker. Auch dieses Holzfällerhemd und so. Und dieser Typ kritisiert seine eigenen Leute. Alter, du bist ein Linker. Nur Linke kritisieren sich selbst gegenseitig. Ich habe heute an Sarah Wagenknecht endlich geschrieben. Kuss geht an Sarah Wagenknecht raus. Das ist eher so die Juli-Ästhetik. Das heißt, schon auf der bildlichen Ebene, die wir sofort wahrnehmen, sehen wir diesen Mangel an irgendwas. Was heißt, das ist keine echte Pflanze? Das ist keine echte Ideologie, von der ihr hier redet. Aber trotzdem hindert ihn das nicht an irgendwas. Ja. Wie eigener Kultur. Weil, wenn sich die Linken darüber... Dieser Busch da hinten hat mehr Bitcoins als ihr. Also hört's auf, ja. ...über Gedanken machen, okay, ich habe jetzt diese Ideologie, dieses Wertefundament. Wie kann ich das in ganz, ganz vielen Bereichen ausdrücken? Oder die IB zum Beispiel auch. Wie kann ich vermitteln, dass ich
oder wie kann ich meinen Lebensraum so gestalten, dass er mich an meine dumme kollektivistische Ideologie erinnert? Und natürlich stelle ich mir dann irgendwelche antiken Statuen hin oder bastel mir irgendein Poster mit Sparta drauf oder so, weil das ist ja so unsere europäische Kultur und die großen Nationen. Und dann höre ich am besten noch Wagner oder so, weil das ist deutsch und so leidenschaftlich und was auch immer. Also da entsteht so eine komplette Kulturwelt. Ja, ihr habt keine Kultur, ihr könnt nur kopieren, ihr seid einfach nur an Geld interessiert. Eure einzige Kultur besteht aus einem Dollarschein oder aus einem Bitcoin. Ihr habt keine Kultur, das ist ja euer ganzes Problem, deswegen habt ihr NFTs erfunden. Und NFTs sind ein fucking Scam und keine Kultur. Ihr habt keine Kultur, ja, das hast du gut erkannt. Und ihr werdet aber auch keine Kultur bekommen, indem du einfach sagst, wieso haben wir keine Kultur? Weil einfach alles, was ihr seid, kulturfeindlich ist. Ihr seid einfach die Antikultur. Ihr seid einfach Kulturtöter. Überall, wo es Kultur gibt, in einem Land, in einem Staat, in einer Nation, wird sie einfach von euch kaputt gemacht. Von euch allen wird das einfach fucking kaputt gemacht mit eurem Kapitalismus. Ihr wollt einfach nur vermarkten. Das ist einfach der ganze Punkt. Und jetzt steht er da nach Jahren vom Kapitalismus, einfach der jegliche Kultur kaputt und gemacht und ausgelöscht hat, steht der Typ jetzt einfach da und sagt einfach, hey, wieso haben wir keine Kultur? Ja, weil ihr keine Kultur habt. Was soll eure Kultur sein? Eure Kultur ist Geld. Ihr habt keine Kultur. Ihr habt einfach Nutzen und Kostenrechnung. Ihr habt einfach Bilanz. Bilanz ist eure Kultur. Alter. Julis, hast du diese Kulturwelt nicht. Es gibt keine Juli-Art, sich einzurichten. Als Grüner, wie gesagt, hast du so eine latent alternative Art. Es gibt keine Juli-Art, sich einzurichten. Doch, das nennt man Lobbying. Die Juli-Art, sich einzurichten, ist Lobbying. Da richtet ihr euch alles, wie ihr es braucht, ja. Ja. Einzurichten. Als Ibele hast du immerhin so gerne auch zum Beispiel ältere Möbel, also wenn die sich präsentieren, dann haben die auch gerne so ein bisschen Dunkelholz oder so. Einfach weil das ganze Weltbild ist ja also so konservativ. Aber ich finde das gut, diese Selbstreflexion, dass er einfach erkennt, dass sie vollkommen sinnlos sind. Ich finde das sehr, sehr brauchbar. Gesetz, weiter so. Ich hätte es nicht besser sagen können. Alte, das Überkommene betont. Und bei den Linken hast du natürlich zum Beispiel von der Ästhetik her ganz viel dieses, alle sozusagen spielen irgendwie rum, ganz viele Sticker, ganz viele Graffitis, ganz viele Plakate, alles übereinander. Es ist alles irgendwie massiv und bunt und wir sind eine so breite Basisbewegung und so. Und auch das zeigt sich. Es gibt keine Jungliberale. Nein, er beschwert sich nicht über Inhalte, sondern über Innenarchitektur und über Design. Ibele haben kein Dunkelholz. Ja, das ist halt so, ja. Wer hätte das gedacht? Art, sich irgendwie die Wohnung zu gestalten. Und wir haben das auch bei ganz vielen Kulturprodukten, zum Beispiel bei der Musik. Manche Leute schauen Kabarett. Entschuldigung, Kabarett bei euch in Deutschland. Manche Leute schauen gerne Kabarett, um zu lachen. Ich schaue gerne einfach so junge Liberale an. Das ist einfach, wo ich am meisten lache. Es gibt unglaubliche Mengen an linken Liedern. Es gibt aktuell noch Lieder. Ja, wir haben eine Kultur, actually, ja. Albert Einstein war ein Linker. George Orwell war ein Sozialist. Beide waren Sozialisten. Wir haben so, wie heißt er, den Brecht und wir haben so alles Mögliche, ne? Ihr habt gar nichts, das hast du richtig erkannt. Ihr seid einfach nur ein Haufen Menschen, die reich werden wollen. Ihr habt einfach fucking gar nichts. Ihr habt einfach fucking gar nichts. Das ist einfach, du hast es so gut auf den Punkt gebracht. Ihr habt fucking gar nichts. Ja. Identitäre, also bei den Liedern sind die Linken sozusagen die großen Führer schlechthin. Jam, Böhmermann. auf dem Markt. Aber wie gesagt, als Linker kannst du singen, ich weiß nicht, die Arbeiter von Wien und die Internationale und vorwärts und nicht vergessen und dem Morgenrot entgegen und Spaniens Himmel und hunderte andere. Ich habe hier nicht umsonst noch ein Vorwärtsliederbuch mal liegen, was ich irgendwie... Wir waren und sind kreativ, ja. That's how we roll. Wir haben auch den, wie hat er geheißen? Der bekannt war, Danger Dan, wir haben Danger Dan, wir haben alle möglichen Leute, wir sind einfach sehr kreativ, wir sind einfach Menschen, die sich an ihr Lebensgefühl klammern und kreativ sind und einfach sich miteinander austauschen und cool sind, kreativ sind, dem Leben nahe, ihr seid einfach an Geld interessiert, ihr habt Geld gegen Leben getauscht, ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet, Hannes Wader, ja, wir haben alle, Volker Pispers, wir haben so viele Leute auf unserer Seite. Ihr habt wirklich Ayn Rand und Hayek, Digga, und Bioshock, das euch auslacht. Geh weg. Ergattert habe.
Das ist super. Wir haben Punkrock, wir haben alles Mögliche. Wir sind eine ziemlich harte Kultur, die es seit 150 Jahren gibt. Ihr seid eine Ausbeutungskultur, die es seit 300, 400 Jahren gibt. Ihr seid einfach so der Untergang der Menschheit. Ihr seid dafür verantwortlich, also Kapitalisten, ihr seid dafür verantwortlich, dass die ganze Welt zugrunde geht, Alter. Um was geht's? Reich an diesen Liedern. Und da gibt es halt noch viel, viel, viel mehr. Und bei den Jungliberalen hast du dieses eine Lied der Jungliberalen, was alle irgendwie so peinlich schlagerig finden, dass sie sich nur trauen zu spielen, wenn sie hart besoffen sind. Und auch dann... Bitte sing es jetzt an der Stelle, bitte. Nur so halb ironisch. Du hast eine Gitarre im Hintergrund, nütze sie. Bitte. Also da ist sozusagen sehr Ebbe. Es gibt ja auch keine liberalen irgendwie Kulturfestivals oder so. Gibt's Ja, ihr habt eins gemacht 2021, wo ihr euch getroffen habt zum Brunch, wo ihr miteinander dann über Bitcoin geredet habt. Wo ihr gesponsert wurdet von Mises Institut und von all diesen Leuten. Wie hat das geheißen? Der libertäre Camp oder so, das wurde gepostet ja bei uns. Wir haben darüber geredet. Das war sehr lust. Ja, ist ja wurscht. Volker Pispers und die anderen Guten werden leider von allem und jedem missbräuchlich zitiert, von rechts bis ganz rechts. Ja, was geht? Schau dir an, was mit George Orwell passiert. Schau dir an, was mit Albert Einstein passiert. Schau dir an, was mit all den Menschen passiert, die jemals in der Geschichte links waren. Die werden vereinnahmt von irgendwelchen Rechten. Ja, das ist einfach so. Ja. Hörst Ayn Rand, weil du sagst, die schlimmste Person in meinen Augen, die in Sachen Ideologie ihre Gedanken hervorgebracht hat und eine große Anerkennung erfahren hat, das ist einfach eine Person, die am Ende von Sozialhilfe gelebt hat. Am Ende ihres Lebens. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja. MLK, natürlich. Malcolm X. Das sind alles Linke, Alter. Ja, das sind alles Linke. Abraham Lincoln ist Lincoln. Ja. Schau, hör zu, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bildest dich darüber, ob die Nazis tatsächlich links waren und gehst auf meinen YouTube-Kanal und informierst dich darüber, ob die Nazis links waren, oder halt die Fresse, okay? Liberale Kunst, also es gibt deutlich linke Kunst, das ist so eine spezifische... Sind die Bilderberger ein neoliberales Festival? Kann man so sagen, sehe ich auch so. Eine Art von, entweder ist sie so ein bisschen jammerig darüber, wie ungerecht die Welt ist, oder sie ist halt so aggressiv und soll quasi sein Klassenbewusstsein aufpeitschen. Das haben die... Julis gar nicht. Klassenbewusstsein. Euer Klassenbewusstsein heißt Erbe. Euer Klassenbewusstsein heißt, ich habe, Papa ist reich. Das ist euer Klassenbewusstsein. Euer Klassenbewusstsein ist das Herabschauen auf die Arbeiter und es für selbstverständlich halten, diese auszubeuten. Ihr braucht kein Klassenbewusstsein. Eure Klasse gewinnt. Eure Klasse ist im Vorteil. Ihr braucht kein Klassenbewusstsein. Euer Klassenbewusstsein ist euer Erbe. Unser Klassenbewusstsein ist ein sich wehren gegen euer Erbe. Du red nicht. Und oder red weiter. Diese unterschiedliche Art Politik zu machen, nochmal im schmalen Spalt des sozusagen vorgesehenen politischen, gesetzlich geregelten Rahmens oder aber breit als sozusagen Subkultur, als soziale Bewegung, die überall versucht, sich als Weltanschauung zu etablieren. Das sind ja die beiden Modelle nochmal. Die zeigt sich halt auch in der Art, wie sich die Organisationen vorstellen. Wenn du bei den Julis zu einer Vorstellung kommst, dann geht es darum, also so ist unsere Organisation aufgebaut und das sind die Arbeitskreise und so bewirbst du dich bei den Arbeitskreisen und so läuft sozusagen der Datenaustausch zwischen den Arbeitskreisen und so koordinieren sie sich und dann geht das auf das Forum und in das Antragsbuch und so weiter. Ja, ihr müsst euch aufbauen, ihr seid niemand. Ihr müsst zuerst einmal die Struktur schaffen, weil ihr niemand seid, das ist der Punkt. Unsere Strukturen gibt es schon seit 150 Jahren, ja, das hast du gut erkannt. So fangen Julis meiner Erfahrung nach an, die jungen Liberalen jemandem Neuem vorzustellen. Bei den Linken ist das ganz anders. Bei den Linken geht es im Normalfall los mit, ja, die Welt ist sozial ungerecht und der Kapitalismus muss weg. Und wir sind in einer großen und langen Tradition, einer kämpferischen Tradition. Kann man jetzt so ausschneiden? Klippen, schippen, accidentally based. Super. Unzählige Unterdrückungen haben wir schon besiegt. Unzählige Rechte erstritten, der Kampf geht weiter. Man merkt alleine an meiner Gestik, wie intuitiv mitreißender das ist. Natürlich, weil wir einen Punkt haben. Du hast keinen Punkt, Bruder. Wir haben actually einen Punkt. Wir haben actually einen fucking Punkt mit dem, was wir sagen. Yep. Schön, dass du merkst, dass du keinen Punkt hast. Schön, dass du merkst, dass du keine Kultur und keinen Punkt hast. Yep. Ich stimme dir zu. Also das ist
extrem inhaltlich. Das eine denkt wieder in diesen Strukturen und sieht diese politischen vorgefertigten Strukturen, diese Selbstverständlichkeiten, die wir mal wahrnehmen, irgendwie als das Handlungsfeld schlechthin an. Und die anderen denken halt... Warte. Ja, weil du sagst, bei den Linken geht es normalerweise so, dass man dann in irgendeiner Kleinigkeit nicht übereinstimmt und dann den anderen diskreditiert. Ja, tell me about it. Aber weißt du, was das Lustige ist? Das Lustige ist, sie werden dorthin hinkommen. Ich glaube, die werden irgendwann einmal auch dorthin kommen, dass sie alle gecancelt werden, weil sie nicht genug Bitcoin sind oder irgendein Scheiß. So weit sind sie noch gar nicht. Wobei sie gar nicht merken, dass einfach die Ideologie, die sie verfolgen, schon die ganze Welt beherrscht. Das wollen sie nicht wahrhaben. So, und deswegen sagen sie so, ja, wir haben keine Kultur. Jede Werbung, die da draußen läuft, ist eine Kultur. Jede Konzernpropaganda, die da draußen läuft, ist eine Kultur. Jedes Massenmedium, wie die Bild oder so, ist deine Kultur. Das ist alles deine Kultur. Du willst sie nur nicht haben, weil du dir denkst, das ist lost. Ist es. Werd links. Du bist doch viel mehr engagiert auf der linken Seite. Warum bist du auf der rechten? Ich verstehe dich nicht. Weiter. Die anderen fangen erst an mit ihrer Werteebene und sie beschränken sich eben nicht nur auf diesen politischen Streifen, sondern sie reden halt auch, ich weiß, über das Soziale und über genossenschaftliche Unternehmen und irgendwie linke Kulturzentren und all so ein Kram. Also das, was die quasi unter Gegenkultur verkaufen. Und für so ein Juli existiert halt Kultur eigentlich gar nicht, weil Kultur ist nicht... Das hat er jetzt gesagt. Ich unterschreibe das. Für einen Juli existiert keine Kultur. Das hast du vollkommen auf den fucking Punkt gebracht. Das ist fucking nice. Das ist fucking Politik, nice. Politik ist... Ja, ey, Digga, der macht einfach Punkte für mich. Der Streifen. Großartig. Eigentlich muss ich ihn gar nicht debanken. Ja, die bankt sich selbst. Das zeigt sich zum Beispiel auch in der eigenen Bildung der Mitglieder. Bei den Julis gibt es klar auch, also sind immer noch ein riesiger Verband, ne? Aber bei den Julis ist es nicht üblich, dass alle ständig irgendwelche, ich weiß nicht, Hayek-Seminare machen. Oder World-Seminare, meinetwegen. Das ist jetzt schon... Kreiswichsen. Wir lesen Hayek-Lesekreise. Siehst du? Aber das ist vielleicht etwas, wie wir die Julis besiegen können. Wir können die Julis so besiegen, indem sie mehr so werden wollen wie wir. Und dann wissen sie aber nicht, welcher Dämon uns inne wohnt. Sie wissen nicht, welchem Dämon wir verfallen sind, nämlich, dass wir uns gegenseitig canceln und dass wir gegenseitig uns die Köpfe einschlagen wegen kleinsten Kleinigkeiten und dass wir Lesekreise führen, anstatt einfach da draußen irgendwie aktiv zu werden. Du willst das alles kopieren. Du bist ein Linker einfach. Geh, ich weiß nicht, wohin gehst du? Geh zu den Users. Geh zu den Users, dort kriegst du Kapitalismus und aber auch Arbeiterlieder singen. Das heißt, du kriegst dort irgendwie so Arbeiter ausbeuten, aber andererseits Arbeiterlieder singen. Geh zu den Users, das ist dein Ort. Nicht links, ne? Aber immerhin so könnte man ja noch irgendwie nehmen als so Beschäftigung mit Theorie und den grundsätzlichen Ideen. Die Linken machen das in Maßen. Du hast unzählige Seminare von Marx und dann natürlich auch sozusagen modernere Denker und dann die etwas intellektuell gehobenen, die sich gut fühlen wollen, die machen dann halt so ein bisschen Deleuze oder Bourdieu. Also auch da ist... Die nennen wir Linksliberale. Das sind bei uns diese ganzen Frankfurter Schule-Typen einfach. Digga, du hast keine Ahnung, was für ein Problem wir mit Antideutschen haben. Also so jetzt hier angefangen, so von dem her, dass irgendwie die Frankfurter Schule zusammengearbeitet hat mit den Kapitalisten, um den Sowjetunion zu unterwandern. Warte, du kennt der Tenkis? Kennt der Tenkis? Hat er schon mal was mit... Okay, egal. Sozusagen viel, viel mehr auf der anderen Seite, auf der linken Seite, als jetzt bei den Julis. Das liegt halt auch daran, dass die Julis in ihrer engen Politik vorstellen. Aber weißt du, was das Lustigste ist? Könnt ihr euch noch erinnern, wie ich gesagt habe, Pranky, haben wir so gesagt, er sollte eher zur FDP gehen. Ich glaube, der Typ sollte eher so zur SPD gehen. Ich glaube so, das ist so ein libertärer, so ein rechtslibertärer Pranky. Ich glaube, der Typ ist so ein, wie wirklich jetzt, ich meine das nicht irgendwie so bewertend in irgendeiner Form, sondern ich glaube, der Typ ist so der Pranky der jungen Liberalen. Ja? Grundsätzlich anders über so grundlegende Theorien oder Werte nachdenken. Weil für Julis ist das nur so ein grober Leitgedanke. Und jetzt geht es eigentlich darum, in diesem Streifen von guter, erwünschter Politik, politischen Systemen, so die ideale Lösung zu finden, so ein guter Kompromiss, eine schlaue Sache. Und dieser Gedanke,
hier die ideale, vernünftige, abgewogene Lösung mit Augenmaß zu finden, das zeigt sich auch in der ganzen, nicht nur Sprache, und es zeigt sich halt auch sozusagen in der Themenwahl zum Beispiel. Die Julis haben keine eigenen Themen. Wenn Klimawandel in der Gesellschaft ein großes Thema ist, sagen die Julis halt was zu Klimawandel. Aber nichts grundsätzlich, sondern sie sagen halt, ja, muss man smart machen, guck mal hier mit einer Marktlösung und digital ist das besser. Ja, ihr habt keinen Punkt, ihr habt einfach nur Markt regelt. Absolut. Sehe ich auch so. Ihr habt einfach keinen fucking Punkt. Jedes Mal, wenn es um Klimawandel geht, sagt ihr einfach so, nö. Markt regelt. Ich meine, Markt regelt alles. So, Markt hat schon geregelt, als ich ein kleines Kind war, habe ich mir in die Hose geschissen und hat der Markt geregelt. Nein, das hat eine jugoslawische Kindertante geregelt, die dir einfach die Windeln gewechselt hat, die von deinem reichen Vater bezahlt wurde. Das hat nicht der Markt geregelt, sondern das haben einfach sozusagen unsere Leute, das Proletariat hat das für dich geregelt. Du hast das gedacht, Markt regelt. Markt regelt nicht, Bruder, Menschen regeln. Aber tja, was soll ich machen? Bildungsthema wird sein. Unsichtbare Hand hat abgewischt, genau. Aber ohne Klopapier, Digga. Das war das erste Mal, wo man die unsichtbare Hand so richtig gesehen hat. Das war das einzige Moment, wo man so Teile der unsichtbaren Hand gesehen hat, weißt du? Julis, ja, okay, also Bildung, das kann man smart und digital machen. Guck mal hier, diese Lösung mit ein bisschen mehr Markt vielleicht. Klar hat das der Markt geregelt. Wo kamen deine Windeln her? Von den Arbeitern, die sie hergestellt haben. Von den Arbeitern, die sie hergestellt haben, kamen die Windeln. Das ist ein bisschen besser. Aber die Julis kommen nicht von sich aus auf eigene Themen. Weil das weil ja kein, okay. Können sie gar nicht, weil sie ihnen sozusagen diese ideelle Unterbau fehlt und dieses weitere Denken, wo denn überhaupt Themen liegen könnten. Ich muss hier nicht die Banken, ja. Die Bank, die Juli selbst. Absolut, du hast in allen Punkten recht. Ihr seid einfach lost. Es ist einfach, ich hätte es nicht besser sagen können. Ihr seid einfach fucking lost. Kommst du zu dem Scheißpunkt, wo du einfach sagst, ihr seid lost. Und ich sage einfach, ja, die waren grauenhaft. Ja, absolut. Die Identitären sind auf ihre Themen gekommen und die neuen Rechten mit irgendwie, ich weiß nicht, Identität, wir werden überfremdet, der Islam. Ach, was wird noch aus unserem Land, was ist noch Tradition? Die Linken kommen auf ihre Themen. Die Linken sind zum Beispiel viel besser in Schulkritik als die Julis. Oder zumindest. Die Schule arbeitet einfach in eure Hände. Die Schule arbeitet dem Kapitalismus zu. Es wird nicht mehr gebildet, sondern es wird ausgebildet. Es werden Arbeitskräfte einfach geformt, dass sie euch nicht widersprechen, wenn ihr sie knechtet. Vielleicht liegt das an unserer guten Position, die wir haben, dass wir diese Kritik haben. Just saying. Also so. Grundsätzlicher, weil die halt auch grundsätzlich von ihren abstrakten Idealen aus und ihre Utopie ausdenken und dann die Realität daneben packen und sagen, das ist. Ist die unsichtbare Hand des Marktes das spirituelle Gegenstück des Geistes des Kommunismus, der in Europa umhergeht? Ja, wahrscheinlich. Ja, ein Gespenst geht in Europa herum. Die unsichtbare Hand. Das ist mein Ideal, das ist die Realität. Realität, scheiße. Ergo ändern. Bei den Julis ist das nicht so. Die Julis sagen, ja, eigentlich ist das schon ganz gut, aber das geht doch noch vernünftig. Aber schau, ja voll, er hat eh eine Kultur. Er kauft sich Hemden einfach in dieser schieren Farbe, wo er einfach ausschaut wie ein schiefgegangenes Ei. Das ist einfach, ja, er hat eh eine Kultur. Sie ist halt lost, aber es ist irgendeine Art Kultur. Und die vor allem, außerdem, Holzfällerhemden sind einfach so Arbeiterklassensache. Sieh das aus einfach. Zieh das aus. Zieh dir ein rosa Hemd an. Zieh das aus. Digitaler. Aber zieh dir ein rosa Hemd an, das zu eng ist. Wehe, du trägst ein rosa Hemd, das passt. Zieh dir ein zu enges an. Das ist einfach sehr wichtig in deiner Bubble. So, das Hemd muss spannen. Verstehst du? Da musst du immer so zwischen dem dritten Knopf und dem vierten Knopf muss so ein kleines Löchlein entstehen, wo so der Ansatz der Wampe wahr wird. Ja. Und dieser grundsätzliche Schritt zum Fundament hin wird halt nie gemacht. Und das alles zusammen führt halt dazu, dass die Julis insgesamt kulturell so schwächlich und bieder wirken und einfach auch technisch betrachtet sind. Und deshalb glaube ich als ein Mensch, der sehr idealistisch ist, dass die Julis für jemanden, der wirklich eine Lebenswelt sucht, der wirklich sozusagen einen freiheitlichen Gegenentwurf sucht, irgendetwas, was nicht eine etwas smartere und digitalere Form... Werde einfach links. Wenn du dir die ganze Zeit denkst, wieso haben die Linken einfach so tolle Sachen und wir sind so lost? Warum wirst du fucking nicht links? Warum versuchst du deine loste Scheißposition den Linken anzugleichen? Wieso wirst du nicht einfach fucking links?
Werd doch einfach fucking links, Bro. Werd doch einfach fucking links. Mach einfach dieses Hemd in Rot und Schwarz und du bist links. Alles ist gut, Mann. Mehr so. Sei einfach zumindest pseudo-links. Alles ist gut. Status quo ist, sondern der auch sagt, das ist meine freiheitliche Utopie mit keinem Staat oder ganz, ganz wenig Staat und keinem verpflichtenden zum Beispiel Schulsystem und nicht ab großen Steuern und ohne Sozialstaat oder was auch immer. Was ihr ja von Linken geklaut habt, zum Beispiel Anarchisten, aber ja. Und das ist die Realität, die Scheiße. Die Leute, die so denken, die sollten nie im Leben zu den Julis gehen. Also wenn ihr dazu gehört, und ich vermute, viele gehören hier auf diesem Kanal dazu, die mich auch so gucken, geht bloß nicht zu den Julis. Ihr werdet da einfach nicht glücklich und ihr macht die Julis auch nicht glücklich. Denn wenn ihr anfangt mit, das System ist grundsätzlich scheiße, Steuern sind Raub, dann kriegen die alle einen Krampf, weil die wollen darüber reden, ob nicht der eine Radweg, den man jetzt neu gebaut hat, da... Oh, der Fairness halber, es gibt Ausnahmen. Benedikt Brechtken, der Beste von ihnen, ne? An dem Fluss, ob der nicht auch bei Nacht beleuchtet werden sollte und ob das nicht viel, viel schlauer wäre, weil es ja jetzt diese tollen neuen LEDs gibt und die könnte man ja sogar digital ansteuern. Das ist das, worüber die reden wollen. Also kommt ihr nicht mit Steuern sind Raub oder so. Das hat wenig Sinn. Gibt es jetzt irgendwie eine Versöhnung am Ende? Benedikt Brechtken ist aus den Julis ausgetreten. Sind die Julis komplett nicht zu gebrauchen? Soweit ich weiß. Brauchen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Julis können ganz nett sein, wenn du ein bisschen politische Karriere machen willst, wenn du so ein bisschen freiheitlich willst, aber auch nicht so grundsätzlich. Nicht? Er ist einfach so wie die MLPD auf der linken Seite. Ja, du kannst zu den Linken gehen. Die Partei Die Linke, sind das jetzt Kommunisten? Naja, nein. Sind das Sozialisten? Sie sagen es, aber haben Sie Lenin gelesen? Nein. Finden Sie Stalin cool? Nein, Sie verurteilen Stalin. Naja, wie links sind Sie eigentlich in Wirklichkeit? Das sind so diese Vibes, weißt du? Nicht fundamental, sondern sind diese fucking sagst Vibes. Ja, also wir haben dieses System und das ist so. Und so ein ganz bisschen mehr im Rahmen dieses Systems könnten wir zur Freiheit. Das wäre doch ganz nett. Dann zum Beispiel bist du bei den Julis goldrichtig. Oder auch wenn du, so hart das jetzt klingt, in deinem Freundeskreis nicht anecken willst, auch dann sind die Julis inzwischen eine recht gute Option. Du eckst in deinem Freundeskreis an, seriously? Weil es gibt jetzt die... Wahrscheinlich, weil du keinen Bücherschrank hast. Junge Alternative und die ganze AfD und diese... So, er eckt in seinem Freundeskreis an, weil sein ganzer Freundeskreis links ist. Wer hat links, Bro? Wer hat links? Viel böser und Julis haben sich ja eh so ein bisschen angenähert und reden jetzt auch über ganz viel über Gerechtigkeit und Klima und da ist das schon irgendwie okay. Also, auch da sind die Julis eine ganz nette Option. Wenn du aber grundsätzliche Ideale hast und grundsätzlich der Meinung bist, diese Gesellschaft sollte anders sein, so wie ich, dann geh nicht zu den Julis. Bleib bloß weg von denen. Das war Max Remke von Der andere Rebell und abonnieren, Benachrichtigung an. Abonnieren, Benachrichtigung. Und abonnieren, Benachrichtigung.